Lecture. Dieser Vortrag has a very interesting title on it. Hat einen sehr interessanten Titel. Our cell dies. Unsere Zellen sterben. And sometimes our cells are killed. Und manchmal werden unsere Zellen auch getötet. By certain poisons. Durch verschiedene Gifte. Let's say, when you have a cancer, then you have a radiation therapy or chemotherapy, then cell dies. Wenn ihr also Krebs habt und du hast eine Strahlen- oder eine Chemotherapie, dann stirbt diese Zelle. The cancer cell dies and also normal healthy cell dies. Neben den Krebszellen sterben auch gesunde Zellen. They die by the... They die because they're damaged beyond the repair. Also, sie sterben deshalb, weil sie über die Grenze der Reparaturmöglichkeit geschädigt sind. When I was in medical school, that was all the cell death I learned about. Als ich auf der Universität Medizin studierte, war das das Einzige, was ich über den Zellentod erfahren habe. So that kind of a cell death we learned as necrosis. Also diese Art des Zelltodes hat einen bestimmten Namen, Nekrose, weißt du es? Wie? Nekrose. You can write down German, Nekrose. Nekrose. Wie schreibt man das? N, ganz einfach. N-E-K-K. Nekrose, so einfach. Okay, gut. But lately, recently, scientists found out very interesting way of cell death. Aber erst vor kurzem haben Wissenschaftler eine sehr interessante Art des Zellentodes entdeckt. Cells commit suicide. Tatsächlich ist es so, dass Zellen Selbstmord begehen. Of course, cell cannot commit suicide. Natürlich können die Zellen keinen Selbstmord begehen. But it looked like cells committing suicide. Aber es sah so aus, als würden die Zellen Selbstmord begehen. This necrosis means the cells are killed. Nekrose bedeutet, Zellen werden getötet. Cell does not want to die. Also die Zelle möchte gar nicht sterben. But because of the poison, cell dies. Die Zelle möchte eigentlich gar nicht sterben, aber weil das Gift da ist, stirbt die Zelle. But this cell committing suicide. Aber die Zelle, die Selbstmord begeht, how would you explain that? Wie kann man das erklären? Can cell commit suicide? Kann eine Zelle Selbstmord begehen? That means the cell has its own will. Bedeutet das, dass die Zellen ihren eigenen Willen haben? But anyway, cell commit suicide. Aber tatsächlich, so ist es. Zellen begehen Selbstmord. How would you explain this? Wie kann man das erklären? Was meint ihr? They are made like this? That's right, they are made like that. Tatsächlich ist es so. Sie wurden so gemacht. In other words, every single cell in our body has a gene. Mit anderen Worten, jede einzelne Zelle in unserem Körper hat ein Gen. That gene is activated. Und dieses Gen wird... wait for the sentence. Yeah. When the gene is activated, then this gene produces or special substances. Und wenn dieses Gen aktiviert wird, dann entwickelt sich eine spezielle Substanz. And systematically dies. Und systematisch stirbt die Zelle. There is a gene called the suicide gene. Es gibt tatsächlich ein Selbstmordgen. Isn't that interesting? Ist das nicht sehr interessant? So that gene normally is not activated. Normalerweise schläft dieses Gen, es ist nicht aktiviert. This is suicide gene. Das ist das Selbstmordgen. A suicide gene is shrunk like this. Und das Selbstmordgen ist zusammengezogen. But I showed you a slide this morning. Ich habe ja heute Morgen ein
DIA gezeigt. The signal transduction, right? Also diese Signalweiterleitung. Some signal came to cell. Und ein besonderes Signal kommt zur Zelle. This signal says die. Und dieses Signal sagt stirb. Then this signal stimulates the sleeping suicide gene. Und dieses Signal aktiviert nun dieses schlafende Selbstmordgen. So this gene is activated. Auf diese Weise wird also das Gen aktiviert. And then cell begin to die. Und dann stirbt das Gen. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? So this kind of cell commits suicide process. Und dieser Selbstmordprozess, scientists call apoptosis. Nennen die Wissenschaftler Apoptose. Apoptosis. This is a Latin word. Ist ein lateinisches Wort. Suicide. Bedeutet Selbstmord. In other words, the cell is programmed. Also die Zelle ist also programmiert to die. Zu sterben. Very interesting, right? Why? Can you tell me any reason why a cell is programmed to die? Können wir irgendeinen Grund nennen, warum die Zelle vorprogrammiert ist zu sterben? Durch die Sünde. Durch die Sünde. Okay. Okay. Sounds good. Es klingt schon gut, ja? You're right. Basically right answer. Grundsätzlich ist das die richtige Antwort. But I'm asking a little bit scientific, more sort of. Mehr so, die Frage ist mehr in Richtung Wissenschaft gestellt. Biological answer. Eine biologische Antwort. Ja, bitte? Jede Zelle stirbt, wenn sie ein bestimmtes Alter hat. They die if they have a certain age. Ja, okay, that's right. Ja, das ist richtig. When they reach a certain age, then they die. Wenn sie ein Alter erreichen, ein besonderes Alter, dann sterben sie. Yes. Okay. Die haben nichts mehr zu tun. That's right. When they are not needed. Also wenn sie, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. When the certain cells are not needed anymore, they better die. Otherwise, it is a burden to other cells. Also wenn besondere Zellen nicht mehr gebraucht werden, dann sterben sie. Sonst werden sie eine Last für andere Zellen. That's right. It's for the efficiency. Das ist also für die Effektivität des And Körpers. Certain cells are not needed anymore. Wenn einige Zellen nicht mehr gebraucht werden, then this needless cell receives a signal. Dann empfängt diese nutzlose Zelle ein Signal. And they die. Und sie sterben. They can't work because it has not the right nutrition. Also die Zelle stirbt, weil sie nicht die rechte Ernährung hat. Did you get that? No. No. Oh. The cell dies because they do not have the right nutrition. Right nutrition? Ja. Okay. Okay. Mm-hmm. Ja. Huh? If she is ill. Yeah, that's right. Okay, das auch. Uh-huh. If they have a certain amount of multiplication processes. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Ja, yeah, genau. Yes. Over there. If there is room, that there is room for new. Yeah. Okay. Mm-hmm. Everybody has reason. That's all reasons are good reasons for that. Alles sind gute Gründe dafür. But let me give you a little bit more reasons. Ich möchte euch einige weitere Gründe geben. When cells are damaged. Wenn Zellen beschädigt werden. Okay. When cells are damaged, then, in other words, their genes are damaged. Wenn Zellen beschädigt werden, dann sind mit anderen Worten natürlich die Gene beschädigt. When they're ill, right? Also wenn sie krank sind. Usually they're programmed to die. Dann sind sie vorprogrammiert für den Tod. Well, sometimes if the cells are really necessary. Also wenn diese Zellen tatsächlich also wirklich sehr benötigt werden. The really needed cell can become repaired very easily. Also wirklich sehr sehr benötigte Zellen können repariert werden. You remember the gene-specific DNA repair? Und es gibt eine spezielle Reparatureinheit für Gene, mm-hmm. Also ein Gen, das speziell repariert. But again, that ear cell happened to be not really necessary cell. The ear cell?
the sick cell. Also diese, also damaged cell. Also diese beschädigte Zelle ist tatsächlich nicht notwendig. And not really necessary cell or need for the new cell, room for the new cell. Oder wenn diese Zelle einfach Platz schaffen muss für eine neue Zelle. Then this cell dies. Dann stirbt diese Zelle natürlich. But so when this cell had the damage to DNA. Also wenn diese Zelle so eine beschädigte DNA, DNS hat. And DNA is damaged, and then they form the abnormal gene. Und wenn diese beschädigte Zelle jetzt ein abnormales Gen hervorbringt. And when gene become abnormal, then it can make normal cell to cancer cell. Und wenn so ein Gen abnormal wird, dann kann eine aus einer normalen Zelle eine Krebszelle werden. So when cells are not going to be really repaired very well, but otherwise it's going to be cancer cell. Also wenn Zellen nicht gut repariert werden, dann werden sie zu Krebszellen. Then usually this cell begin to die. Und dann beginnt diese Zelle zu sterben. In other words, someone else see this cell is not very good. Und sozusagen sieht irgendjemand, dass diese Zelle nicht recht gut ist. In other words, if this cell keep on living, then this cell gonna be eventually cancer cell. Und wird also entdeckt, wenn diese Zelle weiterlebt, dann würde sie schließlich zu einer Krebszelle werden. Then signal comes. Dann kommt ein Signal. Comes and then this suicide gene is activated. Und dann wird dieses Selbstmordgen aktiviert. And begin to kill the cell. Und dadurch wird diese Zelle getötet. Yeah. So it's this automatic programmed cell death. Das ist also ein vorprogrammierter Zellentod. We call it apoptosis is a very important process. Apoptosis ist ein sehr wichtiger Prozess in prevention for the cancer. Um den Krebs zu verhindern. But there is so this is all beneficial apoptosis. Das ist also eine Apoptosis, die gut für uns ist. Yeah, it is a good apoptosis. Das ist eine gute. But there is a not very good apoptosis. Aber es gibt auch eine Apoptose, die ist nicht gut. Yeah. What kind of situation is that? Was ist das für eine Situation? That's very bad situation. Das ist eine sehr schlechte Situation. If your cell just dies, it's a disaster. Also right? Wenn deine Zelle so einfach yeah. stirbt, das ist ein totales Desaster. Yeah. Okay, let's. So I have about 3-4 slides. Sie haben so 3-4 Dias. Bitte verdunkeln, wenn ja, danke. What is this? Was ist das? Little tiny fishes, right? Das yeah. sind kleine Fische. Yeah. They call it Atlantic silver Atlantic silverside. Also, this is der Name, atlantische Silberfische. This fish is very famous. Das sind sehr bekannte Fische. In University of New Hampshire, United States. An der Universität von New Hampshire. They did in very den Vereinigten interesting Staaten experiment with this fish. Haben sie ein sehr interessantes Experiment mit diesen Fischen gemacht. Look at this. Gender can be determined by water temperature. Das Geschlecht kann durch die Wassertemperatur beeinflusst oder bestimmt, ja, sogar bestimmt werden. So the sex, male, female, can be determined by water temperature. Also, ob das nun ein männliches oder weiblicher Fisch ist, das kann durch die Wassertemperatur beeinflusst werden. All right. Let me explain
this slide when we have all the lights on. Okay, also ich werde dieses Bild noch etwas näher erklären, wenn wir dann das Licht anhaben. I have a reason for this slide. Aber ich habe natürlich einen Grund für dieses Tier. Next slide. Das nächste, ja. Okay, this is a This is a normal healthy living cell. Das ist eine normale lebende gesunde Zelle. And this is the way cell commits suicide. Und das ist der Weg, also die Reaktionen, bis die Zelle schließlich Selbstmord begeht. This direction is apoptosis. Also das der rechte Weg ist Apoptose. And this way they die. This is necrosis. Und das linksherum ist Nekrose. Two different way to die. Das sind zwei verschiedene Arten des Todes. Next slide. Nächstes Bild bitte. So, this is the book we have. Das ist also das Apoptosis. Buch, das die Grundlage, das also der das herausgefunden okay. hat, was beschrieben steht. Next slide. Okay, this is a picture of the apoptosis. Das ist das Bild der Apoptose. This cell is dead, and then macrophage comes and they clean up. Und das ist also die Zelle, die gestorben ist, und dann kommt das weiße Blutkörperchen und reinigt die ganze Next Sache. Slide. Okay, turn on the light. Okay, bitte das Licht wieder an. The fish called the silver side, Atlantic silver side. Also dieser Fisch mit diesem Namen, atlantischer Silberfisch, ich nenne ihn einfach jetzt mal Silberfisch. Scientists were always interested in. In diesem Fisch waren die Wissenschaftler schon immer interessiert. In the nature, how the male-female ratio is kept 50-50 all the time. Wie das in natura passieren kann, dass die Rate, also das Gleichgewicht zwischen Männchen und Weibchen 50-50 gehalten werden kann. So, what determines that certain egg become male fish and a female fish? Was bestimmt, dass ein männliches oder ein männlicher Fisch oder ein weiblicher Fisch wird. You know, for man it's already predetermined. Bei Menschen, da ist es vorherbestimmt. But fish, you compare the eggs, it's all the same. Aber beim Fisch, wenn du das Ei vergleichst, ist alles das Gleiche. What determines? Aber was bestimmt also, which egg become male or female? Welches Ei, aus welchem Ei nun ein männlicher Fisch oder ein weiblicher Fisch wird? So they decided to check with the influence water temperature. Und dann haben sie ein Experiment gemacht, welchen Einfluss nun die Wassertemperatur hat. So they got about 10,000 of silver side in the tank. Und dann haben sie also ein großes Bassin gemacht und haben da ungefähr 10,000 Silberfische hineingetan. So they heat water up a little bit. Und dann haben sie also das Wasser ein bisschen erwärmt. Then water become warmer. Und das Wasser ist also wärmer geworden. Surprisingly. Und überraschenderweise. More male. Mehr Männchen. Okay. Then they raised more temperature. Dann haben sie die Temperatur noch mehr erhöht. Water become a little bit more warmer. Und was ist noch ein bisschen wärmer geworden? And now male is 70%. Und dann haben sie festgestellt, dass 70% Männchen waren. So scientists expected if you make water a little bit warmer. Und dann haben die Wissenschaftler erwartet, dass wenn man die Wassertemperatur noch ein wenig erhöht, pretty soon all the eggs will hatch male. Dann hatten sie erwartet, also dass recht bald alle Eier zu Männchen werden. Right? Das war eine Erwartung. So they raised a little bit. Dann haben sie also noch ein bisschen erhöht. 80% male. 80% Männchen. And then they raised a little bit more. Dann haben sie es noch ein bisschen erhöht.
It began to go down. Und plötzlich ist diese Rate wieder zurückgegangen. 70% Männchen. Waren es wieder nur noch 70% Männchen. Oops, it's the opposite direction. Oh, das ist ja plötzlich die umgekehrte Richtung. And there is a temperature again. Und dann haben sie die Temperatur wiederum erhöht. 60%. Und waren es nur noch 60%. Then eventually even the water is pretty warm. Und schließlich, obwohl das Wasser immer noch ganz schön warm war, it became 50-50. Ist wieder 50-50 gewesen. Well, they did the opposite side now. Jetzt haben sie natürlich mal die andere Richtung gemacht. The lower temperature water made the water a little bit colder. Die haben also das Wasser ein bisschen kälter gemacht. More female. Aha, mehr Weibchen. Female 60%. Da waren 60% Weibchen. So definitely water temperature had the gender determination. Also tatsächlich, ganz klar, die Wassertemperatur beeinflusste das Geschlecht. So they lowered, made the water a little bit colder even. Dann haben sie das Wasser noch ein bisschen kälter gemacht. Female 70%. 70% Weibchen. Then they stayed there. Und dann sind sie bei dieser Temperatur geblieben. Then gradually it became 50-50 again. Und tatsächlich, langsam sind es wieder 50-50 geworden. Without warming up the temperature. Ohne dass das Wasser wieder erwärmt worden wäre. There is something. Da ist etwas. There is some intelligence. Da ist Intelligenz. There is some force. Da ist eine Kraft, which wants to maintain gender 50-50. Und diese Kraft hat den Wunsch, dass die Geschlechterverteilung bei 50-50 liegt. In this nature. In der Natur. Environment certainly has influence on the gene. In der Natur hat also die Umgebung ganz deutlich Einfluss auf die Verteilung der Geschlechter. But there is definitely the unknown force to the scientists today. Aber tatsächlich gibt es auch eine Kraft, die den Wissenschaftlern unbekannt ist. Which determines which one maintains gender 50-50. Und diese Kraft ist es, die einfach das wünscht und auch bestimmt, dass die Geschlechterverteilung 50-50 bleibt. Remember, erinnert euch daran, male and female is determined by the chromosome. Und genes. Dass die Geschlechterverteilung durch die Chromosomen, also durch die Gene bestimmt wird. So even the water is very cold, also auch wenn das Wasser sehr kalt ist, which is good for female, was eigentlich gut für die Weibchen wäre. Why cold water is good for female? Warum ist übrigens Wasser, kaltes Wasser gut für Weibchen? Für well, das weibliche Geschlecht. Well, they explain this way. Und die haben es also folgendermaßen erklärt. Maybe women's warmer. Vielleicht weil die Frauen wärmer sind. That's why they can stand cold water better, right? Aber darum können sie das kalte Wasser besser aushalten. And they say in the fish population, women's are superior. In der Fischpopulation sind die Frauen haben die Oberhand. The physically superior. Die sind physisch kräftiger. They have to be bigger. Sie sind überlegen, sie sind größer. Because they are the one who lay eggs. Weil diejenigen, die sind, die ja Eier legen. So they have to be born earlier than male. Sie müssen also früher als die Männchen geboren werden. To grow bigger than male. Deshalb, um größer zu wachsen als die so Männchen. During the winter time, ocean is cold. Während der Winterzeit ist der Ozean kalt. So in cold water, female born first. Also im kalten Wasser werden also die Weibchen eher geboren. Then spring comes and the water und dann kommt der Frühling und das Wasser wird wärmer. And then male born. Und dann werden die Männchen geboren. Because they don't do very much work. Und weil die ja nicht sehr viel arbeiten. Yeah. So that's the case. Yes, yes. Environment definitely has influence on genes. Ja, es ist tatsächlich so. Die Umgebung hat einen Einfluss auf die Entwicklung der Gene. Right. But however, there is a superseding force, which is a superseding environmental influence. Aber tatsächlich gibt es eine Kraft, die über allem steht, auch über der Umgebung steht. Yeah, God certainly cannot maintain this homosexual situation, right? Also Gott kann nicht eine homosexuelle Situation aufrechterhalten. Has to maintain half and half. Er muss halb-halb aufrechterhalten. All right. And so that's why, you know, even this tiny fish population, the gender difference is watched by Creator.
Unser Schöpfer wacht auch über diese kleinen Fische, über die Verteilung der Geschlechter bei diesen kleinen Fischen. Just like God watches even little tiny fishes called the Atlantic silverside. Und Gott wacht auch über diese kleinen Fische, diese Silberfische im Atlantik. He also watches every single cell we have in our body. Und darum beobachtet und wacht auch Gott über jede einzelne Zelle, die in unserem Körper ist. Whether the single cells we have, each individual cells need to be alive or better to die. Ob nun diese einzelnen Zellen in unserem Körper sterben sollen oder am Leben erhalten werden. For the benefit of whole being's health. Für die Gesundheit des ganzen Körpers. We don't know which cell to be living or which cell to die. Wir können das nicht entscheiden, welche Zelle jetzt da sterben soll oder am Leben erhalten soll. But God knows. Aber Gott weiß es. So he sends a signal. Also sendet er ein Signal. Then the genes activated or deactivated. Und dann durch dieses Signal werden Gene aktiviert oder deaktiviert. And some cells commit suicide. Und einige Zellen begehen Selbstmord. They don't commit suicide. They're actually programmed to die. Und tatsächlich begehen sie nicht einfach so Selbstmord, sondern sie sind vorprogrammiert, Selbstmord zu begehen. Or instructed to die. Also sie sind gelehrt, durch Gott gelehrt. Interesting, right? Das ist sehr interessant. But these are good aspects of apoptosis. Aber das sind natürlich die guten Aspekte der Apoptose. But recently scientists found out there's a bad apoptosis. Aber kürzlich haben Wissenschaftler herausgefunden, es gibt auch eine schlechte Apoptose. We have tonight I will give you a lecture on the immune system. Heute Abend werden wir über das Immunsystem hören. But the most important white blood cells in our immune system is we call T cells. Die wichtigsten, dabei werden wir dann erfahren, dass die wichtigsten weißen Blutkörperchen, die in unserem Körper arbeiten, die T-Zellen sind. T-Cells. T-Zellen. And these T-Cells are being born from bone marrow. Und diese T-Zellen werden durch das Knochenmark werden vom Knochenmark erzeugt. Do you know how long this T-Cell lives in our body? Wisst ihr, wie lange diese T-Zellen in unserem Körper leben? 1 hour, one says. Too short. Too short. Okay. Also ein bisschen zu kurz. This T cell's lifespan is determined by the need. Also die Lebensspanne dieser T-Zellen wird durch ihr gebraucht werden bestimmt. Yeah. If T cell has to remember something. Wenn die T-Zelle sich an etwas erinnern muss. See, that's why somehow there's a vaccination we give, immunization we give. Also wir geben manchmal Spritzen. Because if we give immunization like a measles injection. Also wenn wir so eine measles injection? Masern. Aha. Also wenn wir also eine Spritze geben für Masern. Then our T-cell have an encounter with this measles virus. Dann treffen diese T-Zellen auf den Virus der Masern. Der Masern erzeugt, which is almost dead. Der ist schon beinahe tot. And then T cells say, "Ha, this is measles virus." Ah, das ist also ein Virus, der Masern erzeugt. I'm going to have to remember this. An den muss ich mich immer erinnern. So this T cell remember that. Und diese T-Zelle erinnert sich an diesen Virus. Of course, T-Cell doesn't remember. Natürlich erinnert sich die T-Zelle nicht daran. Who remembers that? Wer erinnert sich daran? God make T-Cell remembered. Gott hilft dieser T-Zelle, dass sie sich erinnern kann. So has a little structural T-Cell experience this measles virus. Und die T-Zelle, die macht sich mit diesem Masernvirus bekannt. And then it says, aha, this is, okay, this is und this measles. Das sind gewisse Strukturen, die charakteristisch sind für diese Masernvirus. Und dann sagt sie, aha, das ist also okay, this finger, Masernvirus. This finger is a measles virus. Dieser Finger ist also ein Virus. Okay, now I know. Für, says. Und diese T-Zelle, die trifft diesen Virus und sagt, aha, jetzt weiß ich, was ein Masernvirus ist. So if this T-Cell, we call the memory cell. Und diese T-Zelle nennen wir Erinnerungszelle. Memory cell. Zelle, die sich erinnern kann.
And this memory cells are very important. Und diese Zellen, die sich erinnern können, sind sehr wichtig. They better not die. Die sollten am besten nicht sterben. They have to live long time, right? Die müssen lange Zeit leben. Yeah. So, this T-cell have to remember the measles. So next time measles come in, it can fight, immediately kill them. Right? Und wenn das nächste Mal eine Virus, also ein Masernvirus reinkommt, dann die weiß sie sofort und kann sofort bekämpfen. So according to the need. Also entsprechend dem Bedürfnis. You remember the bean sprout? Erinnert euch an die Sojabohnen, Pflanze, also Sprossen. When there's no need, there's no leaf. Wenn da keine Notwendigkeit für Blätter besteht, okay, dann sind auch keine Blätter. Do you remember the domestic pig? Erinnert ihr euch an das Hausschwein? And the wild boar? Und dann das Wildschwein? The tusk gene? Also diese Hauer, diesen Hauergen? According to the need. Entsprechend der Bedürfnisse. The gene respond to the need. Gene antworten auf Bedürfnisse. The pig does not know the need of the hauer. Also Schwein hat natürlich keine Ahnung von diesen Hauern. But it is a God who created pig knows the need of this tusk. Aber natürlich Gott hat das Schwein so geschaffen, dass da ein Bedürfnis für diese Hauer besteht. So gene respond to need means. Also wenn ein Gen auf die Bedürfnisse reagiert, das bedeutet, it is God stimulate gene according to the need. Das bedeutet, dass Gott diese Gene entsprechend der Bedürfnisse stimuliert. Because he is the one who knows our need better than we know our need. Weil er der ist, der unsere Bedürfnisse besser kennt, als wir sie kennen würden. That's what Jesus says in the Matthew chapter 6 verse 8. Und deshalb sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 8, the Father in heaven, unser Vater im Himmel, knows our need before we ask for it. Kennt unsere Bedürfnisse, bevor wir auch nur danach fragen. Right? So he knows our need better than we do. We know our. Also er kennt unsere Bedürfnisse besser, als wir sie kennen würden. That's the basis for our Sabbath rest. Das ist die Grundlage unserer Sabbatruhe. He knows. Er weiß es. And so normally this T cell, the fresh new T cell, which has no need to live on, dies within 3 weeks. Also eine frisch geborene T-Zelle, die sich jetzt an nichts erinnern muss und wo kein Bedürfnis für diese T-Zelle da ist, die stirbt innerhalb von 3 Wochen. But T-Cell who's met with this immunization. Aber eine T-Zelle, die so mit einer Immunisierungsvirus sich getroffen hat, they need to live long. Die müssen natürlich lange leben. So this particular memory cell live on and years after. Und diese ganz spezielle Erinnerungszelle, die lebt Jahre und Jahre und Jahre. According to its need. Entsprechend der Bedürfnisse. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Yeah. Those fresh new T-cells did not have any work to do. Also diese frisch neu produzierten T-Zellen, die haben keine Arbeit. After 2 to 3 weeks, they just nach 2-3 Wochen sterben sie einfach. Apoptosis, right? Apoptosis. Yeah. Nobody kills them. Keiner tötet sie. But it's time to die. Aber es ist einfach Zeit zu sterben. And they die. Und sie sterben. And actually, God says, you better go. Und tatsächlich sagt Gott, also es ist Zeit, dass du abtrittst. I need the room for the fresh new T-cells. Wir brauchen Platz für neue, frische T-Zellen. The T-cells can be constantly, reborn. Also diese T-Zellen werden immer neu geboren. Newborn T-cells. Immer wieder neu geborene T-Zellen. So it's a very interestingly controlled life. Also es ist sehr, das Leben ist sehr auf in sehr interessante Weise kontrolliert und gesteuert. Actually, the reason why I'm giving this lecture to you is der Grund, warum ich diese Vorlesung euch gebe, I like to make a point clear on the first angel's message. Ich möchte den Punkt der ersten Engelsbotschaft klar machen. Yeah, every single cell live or die is still under control of the Creator. Jede einzelne Zelle, die stirbt, das ist immer noch unter der Kontrolle des Schöpfers. How does he do that? Wie macht er das? Tell me scientifically.
erzählt mir das einmal wissenschaftlich. He does it with the genes. So he does it with genes. What does he do with the genes? Also was macht mit den Genen? Also er aktiviert die. Well, how does he activate? Und wie aktiviert sie mit Liebe? Don't say love now. Jetzt geht es nicht Liebe. Love Tom. Love Tom. That's right. Okay. God sent love Tom. Gott sandte das Love Tom. And he exactly knows which part of the gene to send that. Und weiß ganz genau, zu welchem Teil und welchem Gen das Lafton schicken muss. See, God is watching every single gene of every single human being and every single animal. Und Gott wacht über alle einzelnen Zellen des Menschen und und der Tiere. Amazing, isn't it? Es ist einfach wunderbar, nicht wahr? He's shooting Lafton all the time. Er schießt überall seine Laftons hin. This whole universe is full of love tones. Das ganze Universum ist voller love tones. We are living in his love tone. Wir leben in seinen love tones. And also he comes into ourselves. Natürlich kommt auch selbst in uns. So that's why Jesus says, you in me, I in you. Deshalb sagt Jesus, ihr in mir und ich in euch. Right? That's right. Yes. Yeah, he is in us. Er ist in uns. We're in him. Wir sind in ihm. Right. Das ist wichtig. Exactly. Yeah. And so, remember, the reason why I bring up this love tone business, despite of some misunderstanding. Obwohl es natürlich mit diesem love tone einiges Missverständnisse geben kann, bringe ich es trotzdem vor. And this love tone makes the creators, you know, creators works much more sort of scientific. Und der Grund darin liegt, dass ich euch verständlich machen möchte, dass das Ganze wissenschaftlicher klingt, and die Schöpfung Gottes. And realistic, right? Und wirklich. That's all the convenience purpose, that's all. Das geht einfach nur, dass es passt. So, wow. However, there is a problem. Natürlich gibt es da auch ein Problem. Scientists recently found out. Kürzlich haben Wissenschaftler herausgefunden. Recently found out that certain people's T cells. Certain people's T cells supposed to live long time. Wissenschaftler herausgefunden, dass bei verschiedenen Menschen bestimmte T-Zellen eigentlich lange leben sollten. Let's say you have a T cell only 2 days old. Stellen wir uns vor, dass eine T-Zelle, die ist eigentlich, die sind erst 2 Tage alt. Supposed to live 3 more weeks. Und die sollte eigentlich noch 3 Wochen leben. And this T-Cell, when this T-Cell encounters with little bit of poison. Und wenn diese T-Zelle ein Treffen hat mit einem ganz klein wenig Gift. Which is the poison which is not sufficient amount at all. Dieses Gift wäre eigentlich gar nicht ausreichend. Not sufficient to kill T-Cell at all. Dieses klein wenig Gift sollte dieser T-Zell eigentlich gar nichts anhaben. Yeah. Maybe this poison has to be there in 10 milligrams. Also die Größenordnung dieses Gifts ist in 10 Milligramm. Yeah, 10 Milligramm is enough to kill this T-Cell. Okay, also sagen wir normalerweise wären 10 Milligramm dieses Giftes ausreichend, diese T-Zelle zu töten. Even though that poison is in 9 Milligramm, still T-Cell can tolerate. Und wenn dieses Gift, also in der Größenordnung von 9 Milligramm, mit der T-Zelle zusammenkommt, dann macht es der T-Zelle nichts aus. But you know what? Aber wisst ihr was? Some people's T-Cell, die T-Zellen von einigen Menschen, so strangely, they commit suicide. Die begehen Selbstmord, if they recognize there's only 1 milligram of poison. Wenn sie feststellen, oh, da ist nur 1 Milligramm dieses Gifts, dann begehen die bereits Selbstmord. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? It's supposed to be same T-cell, just 2 days old T-cell. Das ist eine 2 Tage alte T-Zelle. You need to have a 10 milligram poison to kill this T-cell. Normalerweise brauchst du 10 Milligramm von diesem Gift, diese T-Zelle zu töten. But there's only 1 milligram. Aber da ist nur 1 Milligramm. Then this T-cell got T-Cell stirbt. Wow. Interesting, isn't it?
Okay, let's go back to the gene now. Schauen wir uns noch mal die Gene an. See, that's why it is so important to understand the character of gene. Es ist also sehr wichtig, dass wir den Charakter der Gene verstehen. To understand our health. Damit wir unsere Gesundheit verstehen. Because God created human being by creating gene, right? Weil Gott ja den Menschen dadurch gemacht hat, dass er Gene geschaffen hat. This gene is, I told you, very emotional. Also, ich sagte euch bereits, dass Gene sehr emotional sind. Gene respond to what? Worauf reagieren Gene? Need. Auf Bedürfnisse. Love. Liebe. What else? Energy. Yeah. Electricity. Yes. Ja, Elektrizität, mm-hmm. Energie. Radiation. Yes. Strahlung. Yeah, radiation can break the gene like also, that. Also, Strahlung kann Gene einfach brechen. Toxin. Gifte. Yeah. Toxin. Gifte. Right. Ja. But don't you remember? An was erinnert ihr euch nicht mehr? Pavlov's conditioned reflex. Also dieser abhängige Reflex, right. Das von Pavlov. You don't have to have a toxin. Du brauchst gar kein Gift haben. You don't have to have anything. Du brauchst gar nichts haben. Just thought. Ja. Nur der Gedanke. Ring the bell. Die Glocke schlagen. Then dogs think, wow, meat is coming. Oh, dann denken die Hunde, oh, Fleisch kommt. There's no meat. Das ist kein Fleisch. But still digestive enzymes. Aber die Verdauungsenzyme werden produziert. All the genes which produce digestive enzymes is activated by thought of the dog. Und all diese Gene, die Verdauungsenzyme herstellen, werden durch die Gedanken der Hunde aktiviert. But the thought was activated by ringing the bell. Aber der Gedanke war natürlich dadurch aktiviert durch das Anschlagen der Glocke. The thought is activated by symbol. Durch Symbole werden Gedanken angeregt. That's why the symbol is very important. Darum sind Symbole sehr wichtig. I used to think, why symbol, you know? Früher habe ich immer gedacht, was soll das mit diesen Symbolen? A symbol is very simple, but it contains lots of meaning in it. Aber natürlich sind Symbole sehr einfach und trotzdem enthalten sie eine große Menge an Bedeutung. So, I am Seventh-day Adventist. Also ich bin ein Siebenten-Tags-Adventist. It's a little symbol, right? Es ist ein ganz kleines Symbol. But it has a huge meaning in it. Aber es hat natürlich eine große Bedeutung. It means my philosophy. Das ist ein bedeutet meine Philosophie, my value system. Mein Wertesystem. You know, when I became Seventh-day Adventist 13 years ago, 1982, als ich 1982, also vor 13 Jahren, Siebenten-Tags-Adventist wurde, my whole life changed. Wisst ihr, dass da mein ganzes Leben sich verändert hat? It was not just the Sunday versus Saturday. Es ging nicht nur darum, der Austausch von Sonntag gegen Samstag. When I realized Saturday was wrong, Sunday was wrong day. Als ich merkte, dass der Sonntag der falsche Tag ist. However, it is believed to be right day all over the world. Auch wenn es in der ganzen Welt als der rechte Tag angesehen wird. I was totally astonished. War ich total überrascht. I look at myself as a saying, what kind of world you have been living? Und ich habe mich über mich selbst gewundert und habe mich gefragt, Zeng, in welcher Welt hast du denn da gelebt? You mean Sunday is wrong day? Weißt du, der Sonntag, das war ein falscher Tag. While everyone else is believing this is right day? Warum glaubt denn jeder, dass dieser Tag der richtige Tag ist? Wow! Then that was a symbol. Das war natürlich nur ein Symbol. That symbol stimulated me to think. Und dieses Symbol hat mich dazu veranlasst, nachzudenken. Maybe I'm doing everything wrong. Vielleicht mache ich sogar alles falsch. Everything I think right may be wrong. Alles, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist, ist vielleicht falsch. You know, so the moment I got baptized, in dem Augenblick, in dem ich getauft wurde, was the moment I begin to live upside down. Es war der Moment, an dem ich begann, unten zu leben. Yeah, what do you call, also auf dem Kopf stehen zu leben. What do you call standing on your hand instead of standing on your Kopfstand. Feet? Kopfstand. Handstand. Okay. I feel like a living handstand. Also ich habe mich gefühlt, als würde ich ständig im Handstand leben.
Because I have to see world upside down. Weil ich gedacht habe, ich muss die Welt am Kopf erleben. First question I had was, die erste Frage, die ich hatte, is my profession, the medicine, war natürlich, betraf natürlich mein Beruf, Medizin. In which I believed this is right. Ich glaubte, das ist richtig. There's no question medicine is right. Und es gibt keine Frage, Medizin ist richtig. The fact of medicine is right. Die Fakten der Medizin sind richtig. But the fact of scientific facts. Die wissenschaftlichen Fakten. Beautiful. Wunderschön. But the way we use scientific fact. Aber die Art und Weise, wie wir diese wissenschaftlichen Fakten nutzen. The philosophy of using the fact. Die Philosophie, die dahinter steckt, wie wir diese Fakten nutzen. That was totally wrong. Das ist es, was total falsch war. I was war. So astonished. Ich war so überrascht. In other words, the medicine I knew said, the healing is in the things. Die Medizin, die ich kannte, war, Heilung liegt in den Dingen. In other words, to me, the medicine was keep on teaching me, deny God. You don't need God. You don't need God. Tatsächlich, die Medizin, die ich kannte, lehrte mich ständig, vergiss Gott. Hat nichts damit zu tun. Vergiss ihn. So being educated in medicine helped me to stay atheist longer and longer and longer. Die Medizin, die ich kannte und in der ich unterrichtet war, die war dafür verantwortlich, dass ich weiterhin Atheist war und weiter und Atheist. Dass ich Atheist war und blieb und immer länger. But today, aber heute, I still love the scientific facts of medicine. Liebe ich immer noch diese wissenschaftlichen Fakten der Medizin. And the fact proves to me. Und heute, go on. The facts prove to me that God has to be there for healing. Und heute beweisen mir diese wissenschaftlichen Fakten, dass Gott es ist, der heilt und dass er hier sein muss, um zu heilen. Today the scientific facts of medicine make me stronger, deeper believer in God's power. Heute überzeugen mich die wissenschaftlichen Fakten von der Liebe Gottes und von der Macht Gottes. So that's what I am so happy about. Das ist es, warum ich so glücklich darüber bin. I don't want to deny the facts, scientific facts. Ich möchte wissenschaftliche Fakten nicht ablehnen. I study and I am every day, every week, I am catching up with the science, progress of science. Und heute mache ich so, dass ich täglich, ja wöchentlich, immer auch mit der wissenschaftlichen Entwicklung und dem Studium am Laufenden bleibe. I have to study very hard to glorify God who is behind scientific facts. Ich studiere sehr viel, damit ich Gott, der hinter den wissenschaftlichen Fakten steht, verherrlichen kann. So this apoptosis is all new things. Also diese Apoptose, das ist alles neu entdeckte Dinge. So now let's go back to the fact that the genes are responding to the thought, right? Also, lass uns wieder zum Gedanken zurückkommen, dass Gene auf die Gedanken reagieren. Genes are responding to the symbols. Gene reagieren auf Symbole. I think it is good for God to create a gene like that to be able to respond to the symbols. Also ich glaube, dass es gut ist, dass Gott Gene geschaffen hat, die auf Symbole reagieren können. Because a little tiny flower. Stellt euch eine kleine Blume vor. Look at this. Schaut das mal an. This is a symbol of God's love, isn't it? Das ist ein Symbol der Liebe Gottes, nicht wahr? And then, when I look at this, wenn ich also auf diese Blume schaue, diese schöne Blume, this symbol give me the chain reaction. Diese Symbol löst eine Kettenreaktion aus. And in my brain cell. Und in meiner Gehirnzelle. And then finally think of God. Und schließlich denke ich an Gott. This flower is a smile of God. Diese Blume ist ein Lächeln Gottes. Thank you. Dankeschön. And then I smell. Und dann rieche ich daran. This is sort of tangible symbol of the God's love. Das ist ein Symbol, das man anfassen kann. So my gene reacts to this symbol. Und meine Gene reagieren also auf diese Symbole. This symbol is a signal. Und dieses Symbol ist ein Signal. This symbol is a message. Das ist also eine Botschaft.
So we are created to react to the symbols. Wir sind also so geschaffen, dass wir auf Symbole reagieren. To realize God's love. Um Gottes Liebe erkennen zu können. But unfortunately. Aber leider. We become sinful. Sind wir Sünder geworden. Satan begins to control us. Satan hat uns kontrolliert. And Satan uses this kind of beautiful system. Und Gott, Satan nutzt jetzt natürlich dieses wunderschöne System. The system that the symbol can stimulate our genes. Das System, das Symbole unsere Gene stimulieren können. And this symbol is a symbol of life, isn't it? Und das ist ja doch ein Symbol des Lebens, nicht wahr? This is life-giving symbol. Das ist ein lebensspendendes Symbol. And it makes me happy. Es macht mich glücklich. And then this symbol create, produce, stimulate, I mean, just stimulate my endorphin gene. Und dieses Symbol stimuliert mein Endorphin-Gen. So this symbol produces endorphin. Und dieses Symbol produziert also, ist verantwortlich, dass Endorphin produziert wird. Strengthens my T-cells. Und stärkt meine T-Zellen. And strengthen my immune system. Und stärkt mein Immunsystem. This is beautiful life-giving system of God. Das ist das wunderschöne lebensspendende System Gottes. But Satan turned this system around. Aber Satan hat natürlich das System umgedreht, to kill us. Um uns zu töten. We have larger symbol of death. Wir haben in our life today. Heute in unserem Leben haben wir sehr viele Todessymbole. We're receiving so many symbols says die. Wir empfangen sehr viele Symbole, die sagen stirb, stirb, stirb. Okay, can you give me an example of the symbol of death? Könnt ihr mir ein Beispiel für ein Todessymbol geben? Let me give you an example. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben. In the meantime you think about it, right? Zwischenzeitlich denkt ihr an weitere Symbole. An airplane. Ein Flugzeug. When this child was a little boy. Als ein Kind, kleiner Junge war. When he was only 8 years old. Which child, you? No, just one child. Okay, als ein Kind einfach ein kleines Baby war. He looked at the airplane. Und dann schaut er die Flugzeuge an. Whenever airplane flies over his head, he was happy to look at it. Und wann immer auch ein Flugzeug über ihn hinweggekommen ist, war er einfach glücklich, als er das gesehen hat. Oh, 747. Oh, eine 747. Or maybe in Europe, A300. Oder eine A300 in Europa. And this boy is happy. Und dieser Junge war ganz glücklich. Airplane was a symbol. Also das Flugzeug ist ein Symbol gewesen. The wonderful happy vacation for family. Eine herrliche Erholung für die ganze Familie. Urlaub. Then this boy grew up. Und dieser Junge ist also dann erwachsen geworden. And this boy went to Vietnam. Und dieser Junge ist nach Vietnam gegangen. Whenever airplane flew over his head. Und wann immer auch ein Flugzeug über seinen Kopf geflogen ist. Horrible things happened. Ja, ganz schreckliche Dinge passiert. His friends' heads. Seine Freunde sind geköpft worden. Arme weggerissen. Friends died. Freunde sind gestorben. Screaming. Weinen. Fear. Angst. So now after the Vietnam War. Und nach dem Vietnamkrieg. Whenever airplanes fly over his Wann head, immer auch ein Flugzeug über seinen Kopf hinwegfliegt, dann zieht er sich zusammen. Dann kommen Stresshormone. He panics. Er gerät in Panik. No, it doesn't even have to be airplane anymore. Das muss nicht immer mehr ein Flugzeug sein. Any kind of engine sound. Nur der Klang einer Maschine. Even automobile engine sound. Sogar der Motorenklang eines Autos. And he freezes. Und er friert. That's why this kind of young man goes to mountain and lives in the mountain. Und diese Art von jungen Leuten, die gehen heute in die Berge, um dort zu leben. There's many victims like that. Da gibt es viele Opfer, die so ein Leben führen. The airplane was the symbol of life, symbol of joy. In ihrer Kindheit war das Flugzeug ein Symbol des Lebens, ein Symbol der Freude. Now this airplane become symbol of
horror. Death. Heute ist dieses Symbol ein Symbol, also dieses Flugzeug ein Symbol des Schreckens und des Todes. Satan changes that symbols. Satan verändert diese Symbole. Can you think of anything? Könnt ihr an irgendwas denken? The symbol of death. Yeah, there's somebody. No? Okay. Wild animals. Okay, wilde Tiere. Ja, bitte. Alte Nein. Okay, old people's home. Also, he brings it together. Yeah, that's right. Aha, yes. Ja, also Altenheime sind für viele ein Schrecken. Too much sun. Zu viel Sonne. Ozone, ozone makes it sunlight. The dying of the woods. In Germany we have a lot of dying of woods. That's right, it's so bad, isn't it? Mm-hmm. Es gibt wirklich ganz schreckliche Dinge. Such a beautiful forest. Ein wunderschöner Wald. You know, the trees are sick. Und die Bäume sind krank geworden. It's really the symbol of death, isn't it? Es ist wirklich ein Symbol des Todes geworden. You know, if I was looking at the German forest today, als ich heute auf die deutschen Wälder schaute, these pine trees are so handsome. Diese Nadelbäume sind so schön anzuschauen. You know, you go to Korea, the pine trees are not straight like this. In Korea, wenn du dort die Nadelbäume anschaust, dann sind die nicht so gerade wie bei euch hier. You know, unfortunately, our ancestors were burning all the pine needles and all the leaves, dry leaves. You know, they burned to heat the home. Unsere Vorfahren haben all diese Nadeln und die Abfälle der Bäume zusammengerecht und haben sie nach Hause gebracht, um dort als Verbrennungsmaterial zu nutzen. So our trees in the mountain never got nutrition. So haben also unsere Bäume in den Bergen nicht genug Nahrung bekommen. So you go to Korea, look at the pine trees. Und die Nadelbäume in Korea, die sind ganz verknoppelt, die sind, können nicht gerade hochwachsen. And so this is but here the beautiful pine tree. Aber hier bei euch dieser wunderschöne Nadelbaum. Yes. Sind bei uns die Bäume mit ihren Bäumen aufgemessen. Some farmers. Yeah, some farmers in our country did the same than you have described in Korea. So this, you know, when I think it is very good for the patient to look at the healthy pine tree. Und ich glaube, dass es sehr gut ist, dass es für die Patienten sehr gut ist, auf einen gesunden Nadelbaum zu schauen. In Weimar, we have a beautiful pine tree, just like you do here. In Weimar, da haben wir einen ganz riesigen, schönen Nadelbaum. And that pine tree was such a beautiful life symbol to me. Und dieser Nadelbaum war ein, so ein wunderbares Symbol des Lebens für mich. You know, we had a little snow. Wir haben wenig Schnee gehabt. And whenever I see, I look at a pine tree have snow on it. Und wann immer ich auch einen so einen Baum anschaue, wenn er mit Schnee bedeckt ist, it stimulates my gene. Ah, es stimuliert meine Gene. Why? Warum? Because when I went to Weimar and I, you know, my wife left. Meine Frau hat mich finally, she could not tolerate that kind of life anymore. Also, meine Frau hat mich verlassen und sie konnte nicht mehr mit meinem Leben umgehen, das ich führte. See, I told you a story about how we get to the Weimar, right? Also, ich habe euch bereits die Geschichte erzählt, wie wir nach Weimar gekommen sind, wie das passiert ist. She was going to divorce me, but she changed her mind. Aber sie war bereits dabei, sich von mir zu trennen, aber sie hat ihre Meinung geändert. But however, when we arrived at Weimar, als wir also in Weimar ankamen, she could not handle the Weimar environment. Also, da ist sie mit dieser Umgebung auf Weimar überhaupt nicht zurechtgekommen. Not just Weimar environment, she could not handle me. Also, vor allem hat sie natürlich, ist sie natürlich mit mir nicht zurechtgekommen, nicht nur Weimar. I was too much focused on just learning about God. Ich war zu sehr darauf fixiert, nur über Gott zu lernen. I did not pay any attention to my wife's emotional well-being at all. Ich habe mich überhaupt nicht um die emotionale Gesundheit meiner Frau gekümmert. So she had to go. So musste sie gehen.
I didn't know what was happening then. Ich wusste zu der Zeit überhaupt nicht, was passiert ist. She just took off. Sie ist einfach gegangen. Then I woke up. Da bin ich aufgewacht. What am I doing? Was mache ich hier eigentlich? I was too late. Aber es war zu spät. She was with somebody else in Korea. Sie ist mit jemand anderem nach Korea gegangen. Oh, what a pain. Oh, was für ein Schmerz. You know, that pain is something else. Das ist ganz schön ein Schmerz. And I was left with the three small children. Ich bin mit meinen drei kleinen Kindern hier allein gewesen. Crying for mother. Und die haben nach der Mutter geweint. Do you know how painful it is? Das ist wirklich sehr schmerzhaft. The mother is gone. Die Mutter ist weg. Children are crying for mother. Und die Kinder weinen nach der Mutter. This is probably the most painful experience. Das war für mich die schmerzhafteste Erfahrung. I go to my children's room at night to check out. Und ich bin in das Kinderzimmer auch in der Nacht gegangen. Then I just give a kiss on the cheek. Und ich habe ihnen einen Kuss auf die Backe gegeben. Then my lips can feel that wet cheek. Und meine Lippen konnten die nassen Backen fühlen. Oh. Und das hat mich geschmerzt. Pain. Das hat mich furchtbar geschmerzt. Then I looked at the pine tree. Und dann habe ich auf den Nadelbaum geschaut. Standing tall. Und der ist gerade da gestanden. Snow is on it. Da war Schnee. Er war schneebedeckt. That was a symbol to me. Yes, Satan is trying to destroy me. Und das war für mich das Symbol. Ja, Satan versucht dich zu zerstören. But I will stand firm like pine tree. Aber ich möchte wie dieser Nadelbaum fest stehen bleiben. I will keep on loving. Ich möchte weiter lieben. Keep on pursuing. Und ich möchte es weiter versuchen. Love of God. Ich möchte der Liebe Gottes nacheifern. That's why it's so sad to see the sick pine tree. Darum ist es für mich so traurig, wenn ich einen kranken Nadelbaum sehe. You know, now I have hope. Jetzt habe ich wieder Hoffnung. The world is getting sick. Aber die Welt wird krank. There's all these death signals full of in this world. Diese Signale, unsere Welt ist voll von diesen Signalen. If you don't know God, wenn du Gott nicht kennst, if you don't know these three angels messages, wenn du diese dreifache Engelsbotschaft nicht kennst, I don't know how anyone can handle the symbol of death full of this world today. Dann weiß ich nicht, wie ein Mensch mit dieser Welt umgehen kann, die voll von diesen Signalen ist. There's so much symbol in this world says die. Es gibt so viele Symbole in der Welt, die sagen stirb. Whole world is dying. Die ganze Welt stirbt ja. You are dying. Und du stirbst auch. Powerful subconscious signal. Das sind mächtige unterbewusste Signale. Also at same time. Und doch gleichzeitig. If you don't live the new start. Wenn du nicht entsprechend New Start lebst. With this all this visual and audio visual subconscious death signal coming into your mit system. Mit all diesen auf das Unterbewusstsein wirkende Signale, die dich beeinflussen. At same time you smoke cigarette. Und gleichzeitig rauchst du deine Zigaretten. And then science is progress more and more and says that the cigarette smoking definitely causes cancer. Und die Wissenschaft, die ja das inzwischen erkannt hat, sagt, Zigarettenrauchen produziert ganz klar Television says that, Lungenkrebs. Newspaper says that, magazine Fernsehen says that. Sagt das und Newspaper, also Zeitungen und Magazine. And you're still smoking? Und du rauchst immer noch. That means it's a so deliberate death signal, isn't it? Das ist ein Todessignal, dem du dich freiwillig aussetzt. You know it is bad. Du weißt ganz genau, das ist schlecht. But you are doing it. Aber du tust es. How your gene gonna interpret that? Wie werden deine Gene das interpretieren? And we don't do the exercise. Und wir machen keine Bewegung. You know, we did such a short exercise today. Wir haben gerade so eine schöne kurze Bewegungspause gehabt. But you know how powerful signal the life signal to our genes. Wisst ihr, was für ein mächtiges Lebenssignal das für unsere Gene ist? It was only 10 minutes. Es waren nur 10 Minuten. But we're all happy.
Aber wir waren alle glücklich und wir sind es noch. See, our life need to go on with this kind of full of life signal. Und wir müssen ein Leben haben, das voll von diesen Lebenssignalen ist. We're worried. Wir machen uns Sorgen. We're afraid. Wir haben Angst. We're hateful. Wir hassen. All this death signal is really overwhelming today. Und diese Todessignale sind heute, die überfluten uns. And some people do too much exercise. Und viele Leute tun einfach zu viel Bewegung. What do they do? Was machen die? There's so many, you know. Today, women do the exercise to lose weight. Heute machen viele Frauen, also machen vielen Frauen trimm dich, um Gewicht zu verlieren. Not to be healthy. Nicht um gesund zu sein. To look nicer. Um schöner auszusehen. See. So this is another desire. Das ist ein Wunsch. This is not really life desire. Das ist nicht ein Wunsch nach Leben. This is sort of a competitive desire. Das ist ein Konkurrenzwunsch. This is in a way the vain desire. This is a vain desire. Also ein Wunsch. Vanity. Oh, vanity. Okay, okay. Das ist ein nutzloser Wunsch. Yeah. And so whenever you do the exercise based on that kind of desire. Wenn du also dein Trim dich machst, das auf dieser Art von Wunsch basiert. You go beyond the temperance. Dann gehst du über die Mäßigkeit hinaus. And God says, this is enough exercise. Und Gott sagt doch eigentlich hier, das ist genug Bewegung. Now I want you to rest. Jetzt möchte ich, dass du ruhig wirst. Then this woman says, shut up. Halt deinen Mund hier. Ich mach I need weiter. To lose weight. Ich muss ja Gewicht verlieren. See, we deny his voice. Wir drängen seine Stimme zurück. From that point on, that exercise, the excessive exercise become death signal. Und von dem Punkt an wird diese Bewegung ein Todessignal. So, you know, after I become a Christian, nachdem ich Christ geworden war, most wonderful thing in my life is, das Schönste, was ich in meinem Leben erfahren habe, ist Folgendes. Now I have a new capacity to understand other people. Jetzt habe ich eine neue Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen. You know, I'm not condoning abortion. Ich verurteile nicht Abtreibung. But if any woman is seeking for the abortion, aber wenn es eine Frau gibt, die nach Abtreibung sich sehnt, danach sucht, I'd like to understand her. Dann möchte ich sie verstehen. I like to really find out before I condemn her. Bevor ich sie verurteile. Before I condemn her, I like to find out what situation she is in. Da möchte ich verstehen, in welcher Situation sie da steht. So rather than telling her abortion is sin. Bevor ich ihr da sage, Abtreibung ist Sünde. I wanna help her situation. Möchte ich ihr in ihrer Situation helfen. Do you know what I mean? Wisst ihr, was ich da meine damit? It's a capacity to understand. Es ist die Fähigkeit zu verstehen. Not just black and white. Nicht nur schwarz und weiß. Not just picking up the stone to kill. Nicht nur einfach den Stein aufzuheben und sie zu töten. What's happening to your life? Was passiert in deinem Leben? We must be like that. Wir müssen so sein. It does not mean that you do not call sin sin. Das bedeutet nicht, dass du Sünde nicht mehr Sünde nennen darfst. It's every human being has its own terrible situation which Satan created. Jeder Mensch steckt in einer Situation, einer schrecklichen Situation, die Satan verursacht hat. That situation requires more love. Und diese Situation erfordert einfach mehr Liebe. And so we hate. Wir hassen also. And there's some Christians in the United States are full of hatred. Und viele Christen in den Vereinigten Staaten sind voll des Hasses. They hate the people. Sie hassen die Menschen. Because they're homosexual. Weil sie homosexuell sind. You can hate homosexuality per se. Du kannst Homosexualität als solches hassen. But you are not asked to hate the people. Aber du bist nicht gefragt, die Menschen zu hassen. And today, in the United States, some Christians hate
the woman who's seeking for abortion. Und heute in Amerika hassen Christen Frauen, die abtreiben möchten. You can hate murder. Du kannst den Mord hassen. But you have to understand the person. Aber du musst die Person verstehen. You are not asked to hate that person. Du bist von dir wird nicht verlangt, dass du die Person hast. Where sin abounds, grace abounds much more. Wo Sünde überhand nimmt, da nimmt die Gnade noch viel mehr that überhand. That person is in more difficult situation than you are in. Diese Person ist in einer schwierigeren Situation, als du es bist. Therefore they need more understanding, more grace. Darum müssen sie mehr Verständnis und mehr Gnade erfahren. So this kind of the signal, the anger and the hatred. So diese Art von Signalen, Angst und Hass. When you're full of it, wenn du voll mit diesen Signalen bist, this anger and hatred become the death signal to your teachers. Dann werden dieser Hass und diese Angst Todessignale für deine T-Zellen. So the any kind of cell in our body living under that kind of overwhelming death signal. Alle unsere Zellen, und die unter dieser übermächtigen Signalflut leiden und leben. I think that gene has a tendency to die easily. Also normalerweise glaube ich, dass Gene eine leicht sterben. Sie haben eine Tendenz zum Sterben. You know, I remember when I was a very little boy. Ich kann mich daran erinnern, als ich noch ein ganz kleiner Junge war. I think I was only 3 years old. Ich glaube, ich war erst 3 Jahre alt. And my younger brother was just born, and he became probably 1 year old. Und mein kleiner Bruder, der ist gerade mal 1 Jahr alt geworden. It was just right after the World War II. Das war gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. And everybody was poor. Und jeder Mann war ganz arm. Didn't have much to eat. Nicht viel zu essen. And I am born 1943. Ich bin 1943 geboren. And then I was maybe 2.5 or 3 or something like that. Ich war 2.5, 3 Jahre alt. I guess it was something like 1946 or something. Also es war so das Jahr 1946. Everybody was poor. Also jeder war wirklich arm. And my mother had one single persimmon. Do you know persimmon? No. The wrong fruit, huh? Is it a fruit? Okay. It's a fruit. Anyway, forget the persimmon. Okay, also es war eine Frucht. Yeah. Peach. Stellen wir uns vor, es ist Pfirsich. It was actually persimmon, but peach. Es war tatsächlich diese Persimmonfrucht. Yeah. Frucht. My mother has one single persimmon. Also meine Mutter hatte eine einzige dieser Früchte. I mean peach. I just say fruit. Yeah. Let's call it peach. Okay, also ich soll es Pfirsich nennen. And she was holding my brother. Und sie hielt meinen Bruder in ihren Armen. And she cut the peach in half. Und sie hat diese Pfirsich halbe auseinandergeschnitten. She had tiny teaspoon. Und sie hat einen kleinen Teelöffel gehabt. She scraped the peach. Sie hat es so ausgelöffelt. Fed my brother. Und hat den Bruder gefüttert. In her arm. Der in ihren Armen war. I was next to him and watching. Ich war so neben ihm gestanden, habe das so beobachtet. Boy, I will never forget this feeling. Ich kann euch sagen, ich werde niemals dieses Gefühl vergessen. I even clearly remember the scene. Ich kann mich heute noch ganz klar an die Szene erinnern. How terribly I felt. Wie schrecklich ich mich gefühlt habe. That I thought at least the next half was for me. Ich hatte erwartet, dass zumindest die nächste Hälfte, also die zweite Hälfte für mich war. But my mother. Aber meine Mutter, the next second half, aber auch die zweite Hälfte Tomei, hat sie meinem Bruder gefüttert. Do you know how I felt? Könnt ihr vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? I think you probably have that kind of memory in everybody's life. Yeah. Vielleicht gibt es auch in eurem Leben so eine Erinnerung. At that moment I felt this way. Zu diesem Moment habe ich mich folgendermaßen gefühlt. I want to be sick. Ich möchte krank sein.
I want to be hospitalized. Ich möchte ins Krankenhaus kommen. Don't you have this kind of experience? Hast du nicht auch schon mal solche Erfahrungen gehabt? Then my mother will give me peach. Und dann wird auch mir meine Mutter diese Pfirsich geben. Then she will pay more attention. Dann wird sie mir mehr Aufmerksamkeit zuwenden. Then she will give. It's not just a peach. Es geht ja nicht nur um die Pfirsich. Peach is a symbol of love. Hier wurde der Pfirsich nur zu einem Symbol der Liebe. Love is so powerful like that. Wisst ihr, Liebe ist so mächtig. I don't even mind to be sick and hospitalized. Also mir hätte es gar nicht ausgemacht, krank zu sein und im Krankenhaus zu liegen. To have love. Nur um Liebe zu empfangen. This kind of strong urge to be sick. Dieses starke Verlangen, krank zu sein. Why? Warum? Because we don't feel love. Weil wir uns nicht geliebt fühlen. When love is not being felt by our gene. Wenn unsere Gene diese Liebe nicht fühlen. I think our gene want to be sick. Dann möchten unsere Gene krank sein. And this kind of thing I see all the time. Und das ist es, was ich überall sehe. When love is not being felt. Wenn Liebe nicht gefühlt wird. What kind of situation love is not being felt? In welcher Situation ist es, dass Liebe nicht gefühlt wird? Dass wir keine Liebe fühlen? When you're fearful. Wenn du Angst hast. When you feel the guilt. Wenn du Schuld fühlst. When you don't believe in forgiveness. Wenn du nicht an die Vergebung glaubst. That's right. Das ist. And my patient believes that God is punishing them. Und meine Patienten glauben, ah, Gott straft mich. That's why I'm sick. Darum bin ich krank. This kind of fear. Das ist diese Angst, diese Art von Angst. This is all powerful death symbol. Das sind alles tödliche Signale. Signal coming to us genes says die. Und diese Signale kommen zu unseren Genen und sagen stirb. Now here comes a little bit of poison. Da kommt jetzt also ein kleines Stückchen Gift. It's way, way too small to kill the cell. Es ist viel zu klein, um normalerweise diese Zelle zu töten. Here comes, you eat some junk food. Da isst du so schlechtes Essen. And in that bad food, there's some bad, like a, you know, preservatives. Das sind so Konservierungsstoffe, dankeschön, sind also so Konservierungsstoffe. Or coloring dye, in a chemical dye. Oder chemische Farbstoffe. It's a poison, definitely. Das ist sicher, ganz klar, da handelt es sich um Gifte. But normally it's not sufficient enough to kill the cell. Aber normalerweise ist diese kleine Menge ja nicht genug, um deine Zelle zu töten. But when you're living under this constant death signal. Aber wenn du in der Umgebung, also unter diesen ständigen Todessignalen lebst. You're angry. Bist du ärgerlich. You're guilty. Du bist, fühlst dich schuldig. You hate. Du hasst jemanden. Oh, how can I face my mother-in-law? Wie kann ich nur meiner Schwiegermutter begegnen? Is German mother-in-law is a problem? Ist in Deutschland die Schwiegermutter ein Problem? Really? Yeah. So I missed about it. But not like a Korea. Noch das, also ganz an, also Korea ist noch ganz viel schlimmer. Mother-in-law problem in Korea is absolutely amazing. Also das Schwiegermutterproblem in Korea ist also absolut schrecklich. You know, I told you, so I have to really explain mother-in-law problem to Korean woman patients. Also in dieses Schwiegermutterproblem muss ich vor allem zu koreanischen Patienten, also Frauen, erklären. Because I know through my wife. Denn ich weiß durch meine Frau. My wife is a good woman. Meine Frau ist eine gute Frau. My mother is a good woman. Meine Mutter ist eine gute Frau. These two good women cannot stand each other. Und diese zwei guten Frauen, die können sich nicht vertragen. And my wife is a good woman. Meine Frau ist eine gute, also meine Frau ist eine gute Frau. I know my mother is a good woman. Und ich weiß, meine Mutter ist auch eine gute Frau. But whenever my mother come home, aber wann immer meine Mutter bei uns zu Hause ist, my wife cannot sleep. Da kann meine Frau gar nicht schlafen.
She doesn't do anything wrong. Also sie macht nichts falsch. But my wife cannot sleep. Aber sie kann nicht schlafen. Cannot even go to bathroom. Sie kann nicht einmal auf die Toilette gehen. Do you know how much I wish that my mother go home back home? Wisst ihr, wie sehr ich mir wünsche, dass meine Mutter nach Hause, also wieder zu sich nach Hause gehen würde? Because the person who suffers most is myself. Denn ich leide ja am meisten darunter. It's a bad problem. Das ist ein schreckliches Problem. You know, I almost think it is a genetic problem. Also ich glaube beinahe, dass es ein genetisches Problem ist. I think Korean women are programmed to hate the mother-in-law. Also ich glaube beinahe, dass die koreanischen Frauen programmiert sind, ihre Schwiegermütter zu hassen. I really feel that way. Manchmal glaube ich wirklich daran. Because. Warum? See, there is a lot of hereditary behavior. Weil es sehr viel vererbtes Verhalten gibt. When I heard that Petra got the four rats, you know, from the backyard, who? I got so amazed. Petra. Petra? Petra. Ach, die Petra. Petra. Aha. Also als diese Petra vier Ratten von ihrem Garten da einsammelte. What a brave woman! Was für eine mutige Frau! You know. But the Korean woman cannot even look at the rat. Aber eine koreanische Frau kann nicht einmal eine Ratte anschauen. They're immediately frozen. Die sind total bewegungserstarrt. Well, I can do this. Rat. Just holding this. Rat. Wenn ich einfach so das halte und sage, Ratte. Then any Korean woman just... dann erstarren diese koreanischen Frauen. It's true. Es ist wahr. Snake. What's about the was ist mit der Schlange? Snake! Ich sage nur Schlange, dann erstarren sie gleich. I don't know. Then I went to America. Und dann bin ich nach Amerika gekommen. These American girls are playing with a snake. Und you know? Diese amerikanischen Mädchen, die haben mit ihrer Schlange gespielt und haben sie abgeküsst. I said, it must be hereditary. Ich dachte, das muss vererblich sein. Our genes, our women's genes were programmed that way. Die Gene unserer Frauen sind programmiert worden. I believe that. Also ich glaube daran. Because you know, don't you remember I told you the story of the turtle? Ich habe euch die Geschichte mit den Schildkröten erzählt. Turtle who meet a special kind of a shark. Diese Schildkröte, die diesen ganz besondere Art von Hai begegnet. See, they have never seen the shark before. Sie haben niemals zuvor diesen Hai gesehen. But they're afraid. Oh, sie sind erschrocken. Genetically programmed. Ja, sie sind genetisch vorprogrammiert. It is just like a Haubenlerche. Haubenlerche. Thank you that you said it. It's genetically programmed. Das ist genetisch programmiert. You know why Korean women are so afraid of snake? Wisst ihr, warum das koreanische Frauen so? They can go back way back in history. Warum sie vor der Schlange so viel Angst ist? Wir können zurückgehen weit in die Geschichte. In many Korean women were sacrificed. Viele koreanische Frauen sind geopfert worden. The young women particularly. Vor allem junge Frauen. The virgins. Die Jungfrauen. Like a 16, 17. 16 oder 17 Jahre alt. They select the most beautiful virgin. Sie haben die allerschönste Frau ausgewählt. They put it on the altar. Und sie haben es auf den Altar gelegt. Usually it's in the cave. Und in einer Höhle war das. And snake comes. Und dann sind die Schlangen gekommen. Wow. That's a powerful message. Das ist eine unwahrscheinliche, starke Botschaft. You know that the dragon. Ihr kennt alle den Drachen. You know, you go to Oriental country, all dragon worship people. Ihr wisst dort in den orientalischen Ländern überall werden die Drachen angebetet. So we give you this. Ja, wir geben dir das. Woman and. Wir geben dir diese Frau. Keep us happy. Und dass wir glücklich bleiben können. This kind of tradition was there. Das sind diese Art von Traditionen da. So woman must be afraid of snake. Und Frauen müssen einfach Angst vor Schlangen haben. It was deep down in subconscious mind. Das war tief im Unterbewusstsein verwurzelt. And the subconscious mind
change the gene, right? Because the thought changes gene, right? Dieses Unterbewusstsein hat die Gene verändert. Then you as a Korean little girl inherit the mother's gene to be afraid of snake. Und dann als kleines koreanisches Mädchen erbst du den Gen, der sagt, du musst vor einer Schlange Angst haben. Because otherwise I cannot understand my wife's fear to my mother. Denn auf eine andere Weise kann ich einfach nicht die Angst meiner Frau vor ihrer Schwiegermutter versorgen. At the beginning when I didn't understand this, I was really arguing with my honey. What's wrong with you? Und am Anfang, als ich dieses Problem noch nicht verstanden habe, habe ich einfach argumentiert mit der Frau, also Liebling, was ist denn los mit dir? What did my mother do to you? Was hat meine Mutter dir getan? She said, she didn't do anything. Sie hat mir nichts getan. I'm just afraid. Ich habe nur Angst vor ihr. I said, that's stupid, I cannot understand this. Das ist doch verrückt, das kann ich nicht verstehen, ist doch dumm. Men are too logical, right? Also Männer merkt schon, sind einfach zu logisch. If men don't have a logical answer, we feel everything stupid. Wenn wir keine logische Antwort haben, dann denken wir, alles ist dumm. Now I found out, the stupid is more wiser. Also heute habe ich herausgefunden, dass die Dummheit im Grunde weiser ist. Because it does have an impact on our genes. Weil es nämlich Einfluss auf unsere Gene hat. We have to respect the feeling. Wir müssen die Gefühle respektieren. I heard that Germans are ignoring the feeling. Also ich habe gehört, dass Deutsche Gefühle nicht wichtig nehmen. Okay. Ist es wahr? I didn't think so. Also ich glaube nicht. Yeah. Because when I listen to Schubert, boy, it's full of feelings. To what did you listen? Schubert. Aha, okay. Also als ich nämlich die Musik von Schubert hörte, dann habe ich gemerkt, dass er voll Gefühl. And so maybe this is a better way to put. The Germans are more logical. Also vielleicht kann man so sagen, die Deutschen sind eher logischer. Yes. Es hat in Deutschland eine Zeit gegeben, wo propagiert wurde, ein deutscher Junge weint nicht. Okay, there was a time in German history, it was during the Nazi regime, that was said, German boys don't cry. That's right, yeah. That's right. So really now I really believe, because see, I thought my wife was only crazy woman. Also ich habe immer gedacht, nur meine Frau ist eine verrückte Frau. But when I met almost all Korean woman patients. Aber wann immer ich auch eine koreanische Frau als Patient hatte. Well, tomorrow afternoon I'll give a lecture on autoimmune disease. So morgen Nachmittag werde ich über Autoimmunkrankheiten sprechen. Autoimmune disease has so much to do with this I'm explaining now. Und Autoimmunkrankheiten haben sehr viel mit dem zu tun, was ich jetzt gerade erkläre. Thyroid disease. Diese Schilddrüsenkrankheiten. Rheumatoid arthritis. Arthritis. Yeah. Rheumatoid arthritis. Also rheumatische Arthritis. All this kind of problem. All diese Probleme has so much to do with this gene change. Hat sehr viel mit Genveränderungen zu tun. I've heard in Spain does not have this problem. Ich habe gehört, dass es in Spanien dieses Problem nicht gibt. Hm? It doesn't? Hat jemand andere Informationen? Yeah. So, the reason being this. Der Grund liegt darin. In Korea, if mother-in-law don't like daughter-in-law, she can dismiss daughter-in-law. In Korea ist es folgendermaßen, wenn die Schwiegermutter die Schwiegertochter nicht mag, dann kann sie einfach entlassen. She can have her son divorce her. Sie kann ihren Sohn dazu veranlassen, dass er sich von seiner Frau scheidet. So mother-in-law to the daughter-in-law was a very fearful being. Und auf diese Weise war also für die Schwiegertochter, war diese Schwiegermutter ein sehr gefürchtetes Wesen. But I've heard in Spain it's the other way around. In Spanien habe ich gehört, ist es genau umgekehrt. And it is that son-in-law was afraid of mother-in-law. Dass der Schwiegersohn ganz schön Angst hatte vor der Schwiegermutter. Is that true? Ist das wahr? No. She weiß, she doesn't know either. Yeah. Because in Spain, once you get married,
In Spanien ist es so, wenn du also heiratest, in Catholic Church, in der katholischen Kirche, man cannot divorce. Dann kann der Mann seine Frau nicht entlassen. Right? Dann kann er sich nicht scheiden lassen. So there is no reason for the daughter not to be afraid of mother. Es gibt also keinen Grund für die Schwiegertochter, sich vor ihrer Schwiegermutter zu fürchten. But anyway, nichtsdestotrotz. Culture definitely determines the gene. That's what I'm trying to say. Was ich euch sagen möchte, ist, dass die Kultur unsere Gene beeinflusst. Culture, feeling, thinking. Kultur, Gefühle, Gedanken. Symbols. Symbole. That's why, as a Christian. Deshalb als Christ. I wanna be able to recognize all the life symbol there is God create. Möchte ich ganz aufmerksam gegenüber den Lebenssymbolen sein, die Gott für mich gemacht hat. That's a life of health, healthy lifestyle. Das ist der gesunde Lebensstil. Look for the life symbol. Schaut aus, sucht die Lebenssymbole. When I was giving this kind of lecture in Switzerland, als ich diese Lektion, also diesen Vortrag in der Schweiz hielt, One of the brother in the audience came to me. Kam einer der Versammlung, einer der Brüder aus der Versammlung zu mir. He said to me, Dr. Lee, let me give it to you. Dr. Lee, ich möchte Folgendes zu dir geben. And he gave me a magnifying glass. Er gab mir ein Vergrößerungsglas. I think this is the Swiss watchmakers used to use. Also das ist so ein Vergrößerungsglas, wie es die Schweizer Uhrmacher benutzen. I think the lens was German made. Also yeah. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Linse in Deutschland hergestellt worden ist. It was Zeiss lens, I think. Es war eine Zeiss Linse. Very good. Sehr gut. And then he said, go to mountain. Und er sagte, geh auf die Berge. And look at the tiny wild flowers. Und schau dir diese ganz kleinen wilden Blumen an. Wild, tiny wild flowers, you know. Ein kleine Blume. Yeah. Yeah. I didn't pay much attention. Ich habe die kaum beobachtet. Yeah, I went up the mountain. Und dann bin ich auf die Berge gegangen. This is a very expensive lens. Das ist eine sehr teure Linse, also Vergrößerungsglas. But I'm gonna give it to you. Aber ich werde es dir geben. Because I love you. Weil ich dich liebe. And I look at. Wow. Und als ich dann diese kleine Blümlein anschaue, so, beautiful. Wunderschön. This is a totally new world. Das ist eine ganz neue Welt, die sich mir da aufgeschlossen hat. I felt like I for the first time I went down the ocean with scuba diving. Das war, wie ich damals das erste Mal getaucht war. I went to Hawaii and I did the scuba diving. Also ich bin nach Hawaii gekommen und habe dort getaucht. Reise gemacht. The colors and the beauty and everything. Und ich war so überrascht über die Farben und die Schönheit des Meeresgrundes. The nature is full of the life symbol. Und die Natur ist tatsächlich voller Lebenssignale, Symbole. And you know, today. Und wisst ihr, heute, if the same toxin, same amount come into my body. Wenn heute die gleiche Menge des Giftes in meinen Körper kommt. My cell says, no, we're not gonna die. No, meine Zellen sagen, nein, wir werden nicht sterben. Because God constantly tells me, live, live. Denn Gott sagt mir ständig, lebe, lebe. But you know, aber wisst ihr was? When we're living with anger, wenn wir mit Ärger leben, hatred, Hass and all these fears, und all diesen Ängsten, bad diet, schlechte Ernährung, no exercise, keine Bewegung, too much exercise, zu viel Bewegung. And all many people are living under this death symbol. Dann leben viele Menschen mit diesen Todessymbolen. They wanna be stronger. Sie möchten eigentlich stärker sein. They wanna be losing weight. Die möchten immer alle Gewicht verlieren. Nothing wrong with losing weight. Es ist nichts falsch
mit Gewichtsverlust. But remember, the health is more important than losing weight. Aber erinnere dich dann, Gesundheit ist wichtiger als Gewicht verlieren. You cannot go beyond the temperance. Du kannst nicht mehr als Mäßigkeit tun. When you go beyond the temperance, Gene fear dying. Wenn du über die Mäßigkeit hinaus willst, dann fühlt das Gen einen Todesimpuls, dann möchte es sterben. That's why today we need a new start. Deshalb brauchen wir heute New Start. And the wonderful God who created us. Und den wunderbaren Gott, der uns geschaffen hat. We must understand the beautiful love of God. Wir müssen die wunderschöne Liebe Gottes verstehen. Manifest in the nature. Festgemacht in der Natur. Manifest among us. Auch unter uns ist das ganz manifestiert fest. This is the only way. Das ist der einzige Weg. To maintain the healthy life. Um ein gesundes Leben aufrechtzuerhalten. That's why at this end time. Weil wir heute in dieser Endzeit. God gave us this new health message. Gab uns Gott diese neue Gesundheitsbotschaft. New Start message. Die New Start Botschaft. Full of death message. Die Welt um uns ist voll von Todesbotschaften. New Start Lifestyle is the only way to resist death. Und New Start Lebensstil ist der einzige Weg, diesen Botschaften widerstehen zu können. To survive and to shine. Und zu überleben und neu zu scheinen. And the shine comes from God. Und dieses Scheinen, Strahlen kommt von Gott. That's why the Isaiah says, "Rise and the shine." Deshalb sagt Jesaja, steh auf und erstrahle. Everybody is collapsing. Jeder bricht zusammen. Under the symbol. Unter all diesen Todessymbolen, die uns umgeben. I am with you, God says. Aber Gott sagt, ich bin mit dir. Rise. Steh auf. And shine. Und strahle. And this is what New Start Program will do. Und das ist das, was das New Start Programm tun wird. Amen. Amen. Let us pray. Lasst uns beten. Dear loving Father. Liebender Vater. In the beginning. Am Anfang. You created us. Schufst du uns. It was very good. Und es war sehr gut, Vater. We didn't know how good it was ourselves. Wir wussten gar nicht, wie gut das ist. But it was so good to you. Aber es war so schön für dich. Could we hear your voice? Wenn wir deine Stimme hören könnten. And have more trust in your love. Und wenn wir deiner Liebe mehr vertrauen würden. The message of your voice, very good. Die Botschaft deiner Stimme, sehr gut. Is the ultimate life symbol for us. Ist das absolute Lebenssymbol für uns. So, Father. So, himmlischer Vater. Open up our eyes. Öffne unsere Augen. Our blinded eyes. Unsere geblendeten Augen. And let us be able to see the beautiful symbol of life. Und mach es uns möglich, dass wir das wunderbare Lebenssymbol sehen. In this nature. In der Natur. And then also when we look at your scripture. Und auch wenn wir in dein Wort hineinschauen. All the wonderful stories in the scripture. Diese wunderschönen Geschichten in deinem Wort. Let us be able to unpack. Mach es uns möglich, dass wir sie aufpacken können. The love. Die Liebe. Oh Father. Oh Vater. Let every single cell of our body be an unpacker of the love. Lass jede einzelne Zelle in unserem Körper ein Aufpacker der Liebe sein. Therefore, all we become the love-producing machine. Wir wollen liebesproduzierende Wesen sein. So, Father, now we're eating our supper. Herr, wir essen jetzt unser Mittagessen. Wonderful package of love. Wunderbare Verpackung der Liebe. Let us remember again. Lass uns auch heute wieder daran erinnert werden. All this wonderful food as a symbol of your love. Dieses wunderbare Essen ist ein Symbol deiner Liebe.
And then unpack it successfully. Und bitte pack es erfolgreich in uns auf. And enjoy your love ourselves first. Damit wir selbst deine Liebe als erstes genießen können. And then shine to others. Und dann andere anstrahlen können. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.